Einen wunderschönen guten Tag, liebe Community. Es gibt Neuigkeiten für den Landwirtschaftssimulator 22. No, God! Ja, ich glaube, viele von euch haben gedacht, es gibt jetzt die Ankündigung für den neuen LS. Das ist leider nicht der Fall. Es gibt die Ankündigung auf ein neues Add-on, das wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen. Bevor wir da in die Tiefe gehen, schauen wir uns mal den Trailer dazu an. Rated E for everyone. Ja, Freunde, wir bekommen das Farm Production Pack, das am 30. April erscheint und ab sofort auch entsprechend vorbestellbar ist. Links findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Bevor wir beginnen, ganz kurz, was nicht angekündigt wurde, ist ein Seasons Pass, was immer noch ein bisschen den Raum offen lässt. Es könnte vielleicht doch einen neuen LS geben, aber darum soll es heute gar nicht gehen. Wir gucken uns das Ganze mal ein bisschen im Detail an. Was bekommen wir also mit diesem Farm Production Pack? Ganz kurz und knapp, Wirtschaft, Produktion, Lagerung. Enthalten sind in diesem Pack mehr als 20 neue Maschinen, Gebäude und Verkaufsstellen. Bevor man sich allerdings daran wagt, kann man schon auch andere passive Geldeinnahmequellen erstellen, und zwar beispielsweise kostengünstigere Windturbinen oder neue Solarpaneele, die man auch mit der Zeit von Staub entfernen muss, wofür es einen automatisierten, ferngesteuerten Roboter gibt. Wenn es dann zu eurem Betrieb und euren landwirtschaftlichen Erzeugnissen kommt, dann kommen wir auch zu neuen Schuppen. Ob offen, geschlossen, klein, mittelgroß, es ist allerhand dabei. Auch interessant bei den neuen Verkaufsstellen sind entsprechend dynamische Preise und tägliche Nachfragen, auf die ihr entsprechend reagieren könnt bzw. euren Hof danach ausrichtet. Verkaufsstellen können Verkaufsautomaten, Marktstände, aber auch einen Supermarkt sowie ein Bedarfsladen für landwirtschaftliche Produkte sein. Es gibt darüber hinaus aber auch neue Maschinen für euren Hof, wie beispielsweise die Lelys Fair. Das ist ein Gülle-Fördersystem, das die Luft aus den Ställen kombiniert und entsprechend aus diesen ganzen Materialien auch Dünger herstellt. Ein weiterer Schritt Richtung Nachhaltigkeit, so nennt es Giants. Oder aber den Clean Tiger von VDW, der reinigt und schneidet eure Zuckerrüben. Und zudem gibt es dann auch noch eine Waschtrommel. Nachdem die Sachen von Stein befreit sind, können dort alle möglichen Arten von Erntegütern gewaschen werden und zu einem höheren Preis verkauft werden. Wenn ihr euch hochgewirtschaftet habt, dann ist es Zeit für Expansion, und dazu gibt es ein neues Vertriebszentrum auf satten 4000 Quadratmetern. Da drin enthalten sind Schwerlastregale, wo ihr all eure Güter zu Hunderten platzieren könnt. Um das Ganze einzulagern oder eben wieder auszulagern, gibt es auch Entladebuchten, wo man mit dem LKW ranfahren kann und mit dem Gabelstapler beladen oder entladen kann. In Summe bekommt man meiner Meinung nach für 8,99 € ein wirklich cooles Add-on, was man sich mal ziehen kann. Und wenn ihr Bock habt, euch das Ganze zu gönnen, klickt einfach den Link in der Videobeschreibung, damit unterstützt ihr mich. Ihr unterstützt mich auch, indem ihr an der Kasse im Giants E-Store den Code Agrable nutzt. Und ganz wichtig, habt ihr das Spiel auf Steam, könnt ihr trotzdem im Giants E-Store ein DLC kaufen. Das funktioniert zu 100%, garantiere ich euch. Sollte es weitere Neuigkeiten zu diesem Add-on geben, werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und bald Spaß mit dem neuen Add-on.